Kurze Warnung. Das wird schräger als sonst. Ist leider so. Du hast mich gerufen. Und hier bin ich. Ich weiß, ich habe dich manchmal ignoriert. Ich bin immer froh, von dir zu hören. Ich hoffe eben immer wieder und wurde dabei so oft enttäuscht. Habe nichts gefunden. Es ist, als lebten wir in einem Raum mit einem Poster an der Wand. Wir starren das Poster an und denken, das ist die ganze Welt. Der Raum und das Poster. Das Bild ist schön. Eine Landschaft, eine Berühmtheit. Wie in diesem Film, diesem Gefängnisfilm, wie ist er noch gleich. Der Raum ist unsere Zelle. Und das Bild, es ist für alle anders. Ob schön, hässlich, grausig oder traurig. Es fesselt uns alle. Doch es ist eine Lüge. Es lenkt uns von der Wahrheit ab. Sie belügen uns. Wir belügen uns selbst. Der Raum ist nicht die Welt. Die Welt ist viel größer und viel verrückter. Ein verborgenes Loch hinter dem Poster führt in die echte Welt. Wir fühlen uns in unserem Raum sicher. Aber manchmal kriecht etwas hinter dem Poster hervor. Und die, die es sehen, flippen aus und versuchen alles, um es wieder zu vergessen. Ich bin hier. Warum hast du mich hergebracht? Hallo? Ist da jemand? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal Control, das neue Spiel von Remedy Entertainment und von dem Publisher 505 Games. Und danke nochmal an 505 Games für die Bereitstellung des Spiels. Ja, das ist das neue Projekt von Remedy Entertainment, die Macher von Max Payne, Alan Wake und Quantum Break. Ja, wir schauen uns auf jeden Fall das Spiel jetzt mal ein bisschen genauer an, auch in mehreren Folgen, und versuchen mal so ein bisschen dahinter zu steigen, worum es in dem Spiel überhaupt geht. Also scheint hier irgendwie so eine Kontrollbehörde zu sein. Mehr weiß ich auch noch nicht. Was unsere Hauptprotagonistin, die wir hier steuern, jetzt für eine Rolle spielt und worum es hier genau geht, was unsere Aufgabe ist, und das werden wir jetzt alles erfahren. So, wir haben hier gerade mal was eingesammelt. Gibt hier nämlich diese sammelbaren Objekte. Erinnerung: Bestimmte Objekte sind innerhalb der Behörde nicht erlaubt. Jüngste Vorfälle haben eine Erfrischung über die verbotenen Materialien notwendig gemacht. Unerlaubte Waffen, Pager, Laptops, Smartwatches, Smartphones, smarte Spielgeräte, alles andere smarte, Bleistifte, HB. Alle Objekte, die als ikonische Repräsentation eines archetypischen Konzepts gelten, zum Beispiel Gummienten, Ketchupflaschen, alle Materialien, die von der Behörde untersucht werden, müssen durch private Eingänge hereingebracht werden. Wenn Sie beobachten, dass Lobbymitarbeiter gegen diese Richtlinien verstoßen, informieren Sie bitte sofort Ihren Vorgesetzten. So, weiter geht's. Gehen wir erstmal nach oben. Gucken mal, was jetzt hier überhaupt unsere Aufgabe ist. Hier mit Umschalt können wir sprinten. So, wen haben wir hier? Das ist der Kopf der Forschung, glaube ich. Dr. Casper Darling. Okay. Der Forschung. Dann haben wir hier Büro am Arbeiten hier. Wahrscheinlich der Hausmeister. Mal gucken, was der noch für eine Rolle spielt. Und dann haben wir hier den Direktor Sakuraya Trench. Ah, Trench, okay. So, dann können wir hier hinten jetzt. Können wir einmal lang gehen? Ah, hier sind die Toiletten, okay. Hier sind die Toiletten. Gibt es hier auch irgendwas?
irgendwas zu entdecken hier? Wie gesagt, das wird einem immer so optisch angezeigt, wenn irgendwas zum Einsammeln ist oder irgendwas zum Interagieren. Federal Bureau of Control. Jahrelang habe ich die gesucht. Und hier sind sie, direkt vor meinen Augen. Hier ist noch ein Automat. Toll, was gibt's denn hier? Alles weiße Verpackung ohne Farbe. Kartoffelchips, irgendwie hier Pistazien und sowas alles. Cracker. Hier nochmal rein. Hier ist auch wieder ein Objekt. Sicherheitsanordnung. Ja, das gucken wir uns doch mal an. Sicherheitsanordnung. Achtung an alle Mitarbeiter. Ein Hai in seinem, obwohl sichere Genehmigung zum nach einfachem Protokoll erschießen für Glück. Läuft. Das läuft. Da sind jetzt hier die ganzen Büros. Hier ist Musik. Ah, guck mal da hinten. Da ist der Hausmeister, den quatschen wir bestimmt gleich mal an. Erinnerung. R4. Geschäfte. Hallo, wie Sie jetzt alle wissen sollten, sind die R4-Berichte am Ende dieser Woche fällig. Wir warten immer noch auf Berichte von einer ganzen Reihe von Leuten. Wenn Sie eine Verlängerung brauchen, fordern Sie bitte das R4.E bei Ihrem Vorgesetzten an. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie kein R4 einreichen müssen, dann benötigen Sie eine schriftliche Genehmigung von Ihrem Vorgesetzten, die das bestätigt. Vergessen Sie nicht, dass R4 nach Abschnitt 75.2 des Handbuchs für Mitarbeiter obligatorisch sind. Sollten für Ihren R4 abteilungsübergreifende Forderungen benötigt werden, dann kontaktieren Sie bei Bedarf bitte den entsprechenden Abteilungsleiter Dr. Darling, Miss Marshall, Mr. Salvador und Mr. Kirkland. Sie werden am Donnerstag mit Ihrer jährlichen Überprüfung der Richtlinien zu tun haben, also planen Sie bitte entsprechend. Beste Grüße, Ihr Team von der Verwaltung. Ja. Hallo? Auch noch einen Raum hier. Gehen wir mal gleich zu ihm hier. Hey, Entschuldigung. Da bist du. Du bist wegen des Jobs hier. Hausmeisterassistentin. Du musst zum Vorstellungsgespräch. Nimm den Aufzug. Da drüben. Danke. Aufzug da lang. Alles klar. Sehr gut. Ich bin Achti, der Hausmeister. Du arbeitest für mich. Du kannst sagen, ich habe dich geschickt. Wenn sie dich nicht einstellen, es gibt Arbeit für die Axt. Nimm sie hinter die Sauna. Lol, was ist... Ich habe genug Nachtschichten geschoben, um zu wissen, dass man dabei seltsam wirken kann. Aber für mich hat Arti ein freundliches Gesicht. Besser als jemand ohne Gesicht. Stell dir vor, ohne Gesicht. Und weiter geht's. Aber ich weiß schon, was du denkst. Wenn es hier einen Axtmörder gibt, ist er es. Ja, krass. Achso, jetzt sind, wo sind wir denn jetzt hier? Was gibt's denn hier? Hä? Der Raum. Hat sich irgendwie verändert, ne? Das ist irgendwie anders geworden. Hier sind wieder die Toiletten, aber... War irgendwas? Also irgendwas hat sich hier gerade... Also wenn das der gleiche Raum... Also... Guck mal, hier ist jetzt... Oder sind wir in eine andere Etage jetzt? Hier ist sie doch reingekommen, oder? Krass. Ich guck mir nochmal die Bilder hier an. Das sind die beiden gleichen. Nur, dass hier alles ein bisschen anders aussieht jetzt. Mal gucken, was jetzt unsere Aufgabe ist. Meine Zelle und das Poster. Ich war 11, als ich erstmals hinter das Poster blickte. Sie sagten, ich hätte es mir eingebildet. Seitdem habe ich versucht, es herunterzureißen. Hilfst du mir?
Control. Habe ich dich kurz verloren? Du weißt, woran ich denke. An meinen kleinen Bruder, Dylan. Vor 17 Jahren hat die Behörde ihn geschnappt. Okay, also die Control-Behörde hat ihren kleinen Bruder geschnappt. Das ist doch schon mal interessant zu wissen. Okay. Gehen wir mal in die Büros rein hier. Wer ist er hier? Achso, ist der Direktor wieder. Hier haben wir noch was. Was haben wir denn? Mission haben wir jetzt auf jeden Fall. Ach, Jesse. Okay, wie heißt denn Jesse? Jesse Faden kommt im ältesten Haus an, dem Quartier des Federal Bureau of Control, um Antworten auf die Geheimnisse ihrer Kindheit zu finden. Ja, ihrem Bruder halt. Was haben wir jetzt hier? Trench. Das ist hier von dem Direktor geschrieben. Barbara, ich darf nicht gestört werden. Bitte sagen Sie heute meine gesamten Termine ab für die restliche Woche. Ich kann Ihnen allen nicht vertrauen. Barbara, keinem einzigen. Trench. Okay. Ah. Drüben noch irgendwas? Oh, Alter. Ich untersuche den Lärm im Büro des Direktors. Shit. Shit, shit, shit. Ich soll sie aufheben? Die Mordwaffe? Echt? Ist das hier ein Tresor oder ist das ein Bild? Da hat irgendjemand den Direktor erschossen oder er sich vielleicht auch selbst, wer weiß. Und das war's mit dem Poster. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Okay. Wir haben jetzt einen Auftrag vom Rat bekommen. Jetzt sollen wir unseren, ja, sollen wir testen, ob wir der Ausgewählte sind. Warte mal, haben wir hier noch irgendwas? Ah, hier Multimedia haben wir noch. Können wir mal kurz angucken, Objekte der Macht. Objekte der Macht sind entweder Ergebnis oder Ursache von AVE, gewandelten Weltereignissen, Störungen unserer vermeintlichen Realität. Notieren Sie, auch Ihre Verbindung zur Astralebene untersuchen. So. Die Amtswaffe kann man natürlich als Musterbeispiel ansehen. Für ein ODM, und zwar ein sehr mächtiges. Teil der DNA der Behörde, zentrale Komponente im Primärkandidatenprogramm. Wer dieses russische Roulette überlebt hat, der hat gewonnen. Verlierer, nun, die werden gefeuert. Danke. Ich bin Dr. Darling, Forschungsleiter im Federal Bureau of Control. Was auch immer das für Objekte sind. Irgendwie habe ich auch gerade Strahlen gehört, also als wenn da irgendwie... Wenn da irgendwie Radioaktivität ist. Hm?
V, Ziehschlag. Okay. Gucken wir mal. Krass. Was sollen wir jetzt machen? Wo? Ah, da ist die Waffe. Dieselbe okay. Waffe. So, jetzt habe ich eine Waffe. Waffe regeneriert automatisch Munition, okay. So, jetzt wollen wir mal schauen. So, einen können wir auf jeden Fall noch einen Ziehschlag machen, würde ich sagen. Schlag machen. Oh, der lebt noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt. Oh Gott. Da wird schon geschossen. Ich weiß gar nicht, ob man in Deckung gehen kann. Wo ist er denn? Ich glaube, die Fähigkeiten kriegt man hier nach und nach. Ich glaube, einen Schwierigkeitsgrad kann man gar nicht einstellen hier. Oh. Da kommt etwas. Die Bedrohung. Zerstörung der Behörde. Ein perverses Versteckspiel. Ein Angriff. Pflicht als Direktor. Die Behörde schützen. Nötig für das Überleben. Leiden. Verpflichtend. Hast du das was gehört? Das ist der Tote. Gleich nachdem die Pyramide zu mir sprach. Und es war nur Rauschen. Und ich habe jedes Wort verstanden. Oh, und diese Waffe lebt. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, hier zu sein. Ja, wie es aussieht, sind draußen wir... ist es ruhiger geworden. Ist das sicher? Sind wir jetzt die Direktorin. Wir haben jetzt quasi seine Arbeit hier übernommen. Und wir wurden jetzt gerade getestet. Und ich denke mal, wir werden hier bestimmt noch weiter getestet. Also ein paar Fragen zu dem Spiel konnten wir jetzt ja schon klären. Weiter geht's auf jeden Fall in den nächsten Videos. Ich werde auf jeden Fall weitere Videos machen. Und dann werden, denke ich mal, noch mehr Fragen geklärt. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke an Remedy für dieses bisher sehr geile Spiel. Sehr geile Story. Gameplay bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Man sieht ja hier zum Beispiel, dass man hier Waffenformen, Waffenmodifikationen, persönliche Modifikationen, 24 jeweils. Also da wird es noch einiges geben, denke ich. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Alles klar, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.